Hallo, lieber Zuschauer, da sehen Sie meine jungen Pflanzen. Die sind nicht total jung, die sind schon anderthalb Monate alt. Das sind die Sorte Früh 83. Die sind gemeint für super frühe Ernte. Ich habe die im letzten Jahr im Gewächshaus und noch im Hochbeet gepflanzt. Und Hochbeet erst mal noch bedeckt, eine Bedeckung genommen. Und dann waren die reif, die Tomaten am Ende Mai. Bei dieser Sorte zeige ich noch näher. Gesunde, kräftige Pflanzen sind noch 6 Stück geblieben. Und noch hier die Sorte Turboreaktiv. Die sind auch 1,5 Monate alt. Nur einzigste. Die sind ein bisschen niedriger vom Wuchs, obwohl die an einem derselben Tag ausgesät wurden. Das ist nur einfach die Sorte. Turboreaktiv wird so ungefähr 40 cm hoch oder mal nicht höher als 50 cm, und die können 60, 70 cm hoch sein. Also 6 Stück früh, 83, und 10 Stück turboreaktiv habe ich noch da, falls jemand bestellen möchte. Ich habe Ihnen die erste Welle Tomatenaussaatwelle gezeigt. Also turboreaktiv sind ungefähr 20 und höher Zentimeter, und die früh 30 und höher. Und jetzt zweite Welle Aussaatwelle, das sind so sibirische Sorten überwiegend. Man kann man sehen, die da sind kleiner, bisschen als diese da, aber auch am selben Tag ausgesät worden, und zwar am 25. Februar. Die sind jetzt gerade Monat alt. Warum Unterschied? Weil das verschiedene Sorten sind. Diese sind so niedrigere, so kräftigere Sorten. Die sind höher, sehen nicht so kräftig aus, aber bringen ertragreich und bringen süße Früchte. Ich mag diese sibirischen Sorten, und deswegen sehe ich jedes Jahr und kaufe neue Sorten, neue Samen natürlich jedes Jahr, falls ich Möglichkeit dazu habe, oder man bringt mir aus Sibirien, Freundinnen bringen ab und zu mal. Da kann man sehen, die dritte Welle, dritte Aussaatwelle, kleine Pflänzchen, die sind nur erstmal eine Woche alt. Die müssen noch ein bisschen wachsen, bevor ich die pikiere. Und natürlich brauchen sie jetzt bei grauen Tagen genug Licht, mindestens 16 Stunden Licht, und die bekommen das. Und ich glaube, es wird alles gut. Natürlich, ich mag nicht, ich habe genug. Egal Alter, aber trotzdem Gewächshäuser, wo die vom Regen beschützt sind. Falls irgendwann mal 10 Tage nacheinander jeden Tag Regen oder keine Sonne und grauer Tag mit viel Feuchtigkeit, dann werden Tomatenfrüchte schnell kaputt. Das möchte ich nicht haben, und entweder kommen alle ins Gewächshaus oder mit Überdachung. Wie ich schon gesagt habe, am 17. März habe ich die dritte Welle Tomatensamen ausgesät. Und auch noch dazu habe ich Päckchen genommen, wo schon Datum abgelaufen war oder Ende dieses Jahres ist gestanden. MHD. Und habe ich die in die feuchte Wattenpads gesteckt, und gucken wir, ob die keimen. Hier
erste Sorte. Keine Ergebnisse, aber nehme ich die da. Schaut ihr mal, was für Schönheit. Und die muss man sofort einpflanzen. Blue Gold heißt diese Sorte. Und die bekommen jetzt Platz in den Erdtöpfen. Habe ich schon Erdtöpfe vorbereitet. Da werden die schon stehen. Extrem vorsichtig habe ich auf der Pinzette Samen mit klein bisschen Grün und bringe ich jetzt in den Erdtopf. Ja. Jetzt habe ich die mini Pflanze erwischt und muss auch sehr vorsichtig sein. Ja, ist schon fast im Loch. Das ist eine Juwelarbeit, die mag ich nicht. Die braucht zu viel Geduld, zu viel Zeit. Aber man muss immer bei Notwendigkeit, wenn man wirklich kontrollieren möchte. Meine lieben Zuschauer, ihr habt gesehen, ich mache so Erdtöpfe. Da stecke ich in diese Löcher Samen, bedecke mit Erde. Und dann, das ist mein Mini-Gewächshaus, bedecke ich oben und stelle auf die warme Heizung eigentlich stelle ich das. Und nach 5 Tagen keimen normalerweise alle Samen. Ich nehme 2 Schalen, unterste ohne Löcher und oberste mit Löcher. Und die oberste befülle ich mit Aussaaterde. Danach muss man gießen. Dann verteile ich Samen, probiere gleichmäßiger zu verteilen. Bedecke mit Aussaaterde. Nicht höher als 1 cm. Danach bedecke mit Plastiktüte, beschrifte und auf lauwarme Heizung stelle, dass so ungefähr in 5 Tagen meine Samen keimen werden. Erst gießen wir bisschen die Erde und in der nächsten Schale habe ich 2 Sorten gesät und Grenze aus Karton gemacht und klar dann in Plastiktüte auf Fensterbrett. Da sind die Tomaten unter der Lampe, da kann ich Sonne mehr machen. Und die Frage, warum mache ich 4 Aussaatwellen? Sehr einfache Antwort, dass ich länger eigene Tomaten essen kann. So mit Frühernte fange ich, sagen wir, ab Ende Mai, Anfang Juni und bis zum Silvester. Aber dafür muss ich noch 4. Aussaatwelle machen, das sind lagerfähige Tomaten. Natürlich werde ich das aufnehmen, das neue Video. Aber bis jetzt haben wir für frühe Ernte ausgesät zusammen. 2. Das ist für Gewächshaus. 3. Mehr für Freiland mit Überdachung. Und 4. wird für die Tomaten zum Lagern. Und hier sind die Pflanzen. Paprikapflanzen. Das ist Paprika ungarisch süß. Die sehe ich nur 2-mal aus. Das ist erste.